Meine sehr geehrten Damen und Herren, hohe Geistlichkeit, liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter, meine Damen und Herren, ja. Die Streiter in Wackersdorf hatten gestritten für Heimat und Recht. Sie haben gewonnen in einem bewundernswerten, in einem harten Kampf und sie konnten ihre Heimat bewahren. Wir haben verloren. Man hat lange darüber diskutiert. Man hat lange gestritten. Es haben sich viele eingebracht, nicht nur Befürworter, sondern auch viele Gegner. Wir haben gekämpft um unser Recht. Wir durften es nicht bekommen. Es war ein schwarzer Tag für die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Ich sage jetzt einmal, es ist wirklich ein historischer Moment. Es sind nicht nur, wie in den letzten Jahrzehnten, immer wieder mal kleine Teilstücke, sondern es ist heute wirklich ein großer Tag. Und je näher man an der Trasse wohnt, umso mehr graut es einem vor dem morgigen Tag. Wir brauchen für die vielen Pendlerinnen und Pendler, für unser wirtschaftliches Umfeld gute Verbindungen. Und deswegen ist diese Freigabe heute ein wichtiger Schritt für Wohlstand, aber auch für die Entwicklung unserer Heimat. Meine Damen und Herren, ich hoffe auch, dass vor allem eins klar wird, und ich habe die Herrschaften schon gesehen, weil ich auch schon ein bisschen erfahren bin auf solchen Veranstaltungen. Aber ich weiß aus meiner gesicherten Erfahrung heraus, dass mein Mikro lauter ist wie diese Transparente. Und deswegen begrüße ich auch die Gegner dieses Projekts, weil ich glaube, dass die 150 Kilometer, die wir auf der A94 haben, wichtig sind für Bayern, für Deutschland, für Österreich und für Tschechien. Und wir haben vor allem eins, wir haben juristische Verfahren, die wir durchgestritten haben. Nein, es bleibt richtig, dass wir gekämpft haben. Denn dass wir wirklich Opfer eines so historischen Versagens der Rechtsstaatlichkeit würden, das konnte tatsächlich niemand ahnen. Alle juristischen Verfahren haben standgehalten, da möchte ich mich bei den Planern, bei den Entwicklern sehr, sehr herzlich bedanken. Und wenn ich mir die B12 anschaue, wie viele Tote, Verletzte und wie viele Leute, die diese Straße nicht überlebt haben. Ich garantiere euch, die Menschen könnten schon seit den 90er Jahren auf einer sicheren, vierspurig ausgebauten B12 hätten die fahren können. Und das muss auch unsere Antwort sein.
wenn auf eine makabre Art und Weise man immer wieder versucht, uns die Toten auf der B12 in die Schuhe zu schieben. Wo wir die B12 jetzt hinter uns lassen und in eine neue A94 gehen. Und, Herr Lander, ich bin Erwin. Erwin! Mein Mikro ist lauter, die kann ich nicht mehr auf. Meine Damen und Herren, wir haben bei dieser A94 auch versucht, Ihnen die Möglichkeit zu geben, da zu sein. Und ich finde, die Diskussion über das, ob es ein Brotzeit gibt oder warme Leberkässemme, ein bisschen deplatziert. Die Welt ist aufgewacht in Sachen Erderhitzung, Gott sei Dank. Ich werde gefragt, warum man eine Bundesautobahn noch realisiert in einer Zeit, wo wir viele andere Themen besprechen. Meine Antwort ist, auch ein Auto mit einem alternativen Antrieb braucht gute Infrastruktur. Und heute Nachmittag haben da droben die gefeiert, dass nicht eine bestehende Bundesstraße ausgebaut wurde, sondern dass 11 Kilometer daneben eine zweite Bundesfernstraße gebaut wird. Und zwar direkt neben der Bahn, damit man noch möglichst Pendler zum Umsteigen verführen kann. Es ist ein klimapolitischer Wahnsinn und das feiern die. Und ihre größte Sorge ist, dass der Leberkäse nicht langt, weil ein Altherrenclub aus Garmisch möglicherweise anreisen könnte. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass so viele Bürgerinnen und Bürger gekommen sind. Ich habe ja gesagt, es gibt keine Begrenzung. Sie machen, bleiben locker, es ist alles gut, auch wenn ein paar Gegner da sind. Wir ertragen das. In einer Demokratie muss man auch Protest ertragen. Aber wir freuen uns vor allem, dass so viele Bürgerinnen und Bürger da sind und wir werden uns die Leberkäse-Seminar teilen, wenn es ist. Uns ist im Prinzip ähnlich gegangen, dass wir uns alle miteinander gedacht haben, recht früh zum Feiern gibt es eigentlich eine, ne? Und deswegen war unser gemeinsames Ziel eigentlich, ja, die doch recht ausgelassene Stimmung, wobei so ausgelassen war es bei mir, aber die Stimmung da ein bisschen zu stören. Weil vielleicht gibt ja der eine oder andere den jungen Damen und Herren, die jetzt da vorher geschrien haben, auch eine halbe Leberkasse im Job. Lieber Erwin Schneider, ich weiß nicht, ob es du war, okay. Top. Was habt ihr gesagt? Ich muss vielleicht dazu sagen, dass mir rein rechtlich sind wir nur einzeln hochgegangen, also es ist jeder zufällig auf die Idee gekommen, da oben zu teilen. Wir haben halt das gleiche Bedürfnis verspürt, die Leute nicht feiern zu lassen oder zumindest die Veranstaltung ein bisschen zu bereichern. Schon als das erste Mal oder an die ersten Sommerfestival war, das mir jetzt aufgefallen, da läuft ein ziemlich großer Mob mit einer großen Kamera aneinander. Ich habe nur probiert, dass ich mit ihm rede, aber gesprächig war er nicht. Aber er war immer da, egal was wir gemacht haben, war immer der Klaus Lauterbacher da. Lauten. Der war bei allen Sachen da, hat gefilmt. Das ist ein professioneller, ausgebildeter Kameramann und ist ein alter, langjähriger Freund von Familie Brockel aus Lengdorf. Und der hat Unmengen an Material vom Widerstand, von ganz Anfang bis zum Schluss. Der hat immer nur gefilmt und gefilmt. Ich habe mich schon manchmal gefragt, was möchte er damit? Aber er wollte eigentlich für heute, für die Veranstaltung, einen Film drehen oder was zusammenschneiden. Aber ein Klaus Lauterbach hat mit den Augenprobleme gehabt, ist operiert worden, das ist gut verheilt und dann wollte er wieder anfangen und dann hat er sich 2 Wirbeln gebrochen. 3 Wirbeln. Es geht aufwärts, wir wünschen ihm gute Besserung. Aber er hat sein ganzes Videomaterial und Filmmaterial, also es ist weniger Video, es ist mehr ein Film. Und auf alle große Filmspulen um hat das alles an Valentin Dittelmann zur Verfügung gestellt. Da sehen wir dann auch noch mehr einen Jack. Also das ist, jetzt alle schauen, da war der Jack, wie der Jack war und wenn wir einen Jack alle in Erinnerung behalten. Und vielleicht wissen die einen oder anderen, dass ich aus dem Frankenwald stamme. Deswegen habe ich ja öfter mal was von meiner Großmutter erzählt. Ich bin dann schon manchmal gefragt worden, sag mal, ist das alles wahr, was du da sagst? Und da sage ich, das war alles wahr. Und es war aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, ich habe halt dann Sachen von meiner Großmutter für uns quasi passend erzählt. Das Blöde war, oder ist jetzt, Großmutter ist ja schon ewig tot,
für die heutige Situation musste ich mir jetzt was ausdenken. Und ich habe mir wirklich überlegt, was hätte jetzt meine Großmutter gesagt. Und ich bin mir ziemlich sicher, sie hat gesagt, geht so mal Bu, ihr habt das wirklich gut gemacht, alle miteinander. Ihr dürft sogar ein wenig stolz sein auf euch. Und im Übrigen, die Welt dreht sich weiter. Und dann denke ich mir, hätte sie vielleicht den Schluss von dem Lied gesagt, was ihr gerne hören wollt. Behüte euch Gott, es wäre so schön gewesen. Behüte euch Gott, es hat nicht sollen sein. Ja? 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 Ja?